Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Mr. Melinda. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Milan Talk. Ja Freunde, Derby della Madonnina gewonnen. Und ich glaube, eine schönere Freude kannst du einem Milan-Fan eigentlich nicht machen, indem du nach diesen harten Zeiten oder speziell jetzt die letzten zwei Spiele, die jetzt nicht gerade positiv für uns ausgegangen sind, einfach mal das Derby della Madonnina gewinnst. Gegen unseren Erzfeind Inter Mailand und das, ja, wie ich finde, hochverdient. Ne? Also, wenn man sich die letzten beiden Spiele angesehen hat, ne, konnte man halt sagen, dass wir schon das Spiel gemacht haben, ne, gerade jetzt auch gegen Atalanta. Und ich meine, davor habt ihr auch schon Milan Talk von mir gesehen, wo ich auch schon gesagt habe, dass wir eigentlich so gesehen das Spiel gemacht haben. Aber am Ende, ja, als dann der Gegentreffer fiel, wir dann eigentlich mental nicht mehr in der Lage waren, das wegzustecken. Ne? Und dasselbe konnte man dann auch gegen Atalanta sehen. Wir haben das Spiel gemacht, wir sind eigentlich gut in die Partie gekommen, haben dann dieses Handtor erzielt. Ne? Ja, waren eigentlich besser in der Partie und dann macht Atalanta dieses 1:0. Und ja, aus einem individuellen Fehler heraus, ne? Ja, und das hat uns wehgetan, ne? Da sind wir mental wieder nicht drauf klargekommen, wir konnten das nicht verarbeiten, waren zwar bemüht und engagiert, aber uns hat dann wieder die Leichtigkeit gefehlt und ja, am Ende haben wir das Spiel dann verloren, ne? Aber trotz alledem bleibe ich dabei, und das hat man jetzt gestern auch nochmal sehen können, das war die Bestätigung, dass wir unter Gattuso uns spielerisch immer mehr verbessern, ne? Gattuso hat eine ganz klare Spielidee, das hat man gestern gesehen. Wir waren eigentlich ja schon das dominantere Team gegenüber Inter, wie ich fand. Und wir hatten eine ordentliche Spielkultur. Wir sind nicht nur über die rechte Seite gekommen mit einem Suso, sondern wir haben es auch über links versucht, über einen Jack oder später einen Calhanoglu. Klar, man muss auch ehrlich sein, wir haben unsere Probleme gehabt. Ne? Gerade vorne auf den Flügeln. Ich finde, Inter hat eigentlich schon gut verteidigt. Ne, also wir hatten, Suso hat sich immer wieder festgerannt im Zentrum, ein Bonaventura hat sich schwer getan auf links gegen Cancelo. Das Ganze wurde dann eigentlich erst besser, als wir umgestellt haben, Bonaventura auf die 8 gegangen ist, Calhanoglu dann den linken Flügel gemacht hat. Da muss man schon zugeben, waren wir auf jeden Fall besser in der Partie, ne? War wieder ein kluger Schachzug von Gattuso. Und das gefällt mir halt so gut an dem Jungen, dass er einfach genau weiß, wo er den Hebel anzusetzen hat. Also er lernt aus seinen Fehlern. Und die letzten Niederlagen, die wir hatten, die kann man nicht an Gattuso festmachen, weil, ja, er hatte klar auch seine Teilschuld teilweise mit seinen Personalentscheidungen, aber größtenteils sind die Gegentore ja aus individuellen Fehlern gefallen. Da kannst du als Trainer einfach nur dumm an der Seitenlinie stehen, kannst nur zuschauen, was sie dann für eine Scheiße fabrizieren. Da hast du einfach keinen Einfluss mehr drauf, wenn die patzen. Ne? Aber man muss halt sagen, man sieht bei Gattuso, dass er genau weiß, wo er den Hebel anzusetzen hat. Er reagiert mit klugen Einwechslungen, er reagiert mit Umstellungen. Ne? Calhanoglu für Bonaventura war der beste Move, den er machen konnte in dem Spiel. Was mir auch aufgefallen ist, und ich bin mal gespannt, ob es euch auch aufgefallen ist, wir haben die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Ne? Wir waren zweikampfmäßig viel präsenter wie in den Spielen davor, gerade im Mittelfeld. Locatelli hat gut gegen den Ball gearbeitet, auch ein Bilia, ne? Der war mal viel aggressiver wie unter Montella im Zweikampf, so kam mir das gestern vor. Bilia war aggressiver, genauso will ich den sehen, so habe ich den auch bei Lazio in Erinnerung gehabt. Ne? Als er bei uns gespielt hat, war der so, weiß ich nicht. So Chillemille, jetzt haut er mal dazwischen, hat früh Geld bekommen, hat trotzdem klug gespielt, war trotzdem präsent, körperlich präsent, hat das Spiel gut aufgebaut, so, ne? Und genauso was will ich sehen, auch Kessié fand ich gegen den Ball besser, viel besser, ne? Also, ich muss schon sagen, das hat mir gut gefallen. Also, ich denke auch, dass Gattuso da im Training die richtigen Worte gefunden hat und auch gesagt hat, Leute, wir müssen unsere Zweikämpfe gewinnen, wenn wir die Spiele gewinnen wollen. Ne? Weil jeder einzelne Zweikampf entscheidet die spätere Spielsituation. Und dann kannst du halt nicht einfach den mal durchrennen lassen oder den durchrennen lassen. Du musst jeden Zweikampf wie einen Endkampf sehen. Und gestern hatte ich das Gefühl, dass die Spieler das registriert haben. Ne? Und gegen Inter, die ja momentan Dritter sind, auch wenn jetzt die letzten zwei Spiele verloren hatten, ne? Die musst du erstmal schlagen. Und
Ich denke, dass uns dieses Spiel eine Menge Selbstvertrauen geben wird. Denn genau das haben wir nämlich gebraucht. Da wir mental so verunsichert sind, haben wir einfach mal diesen mentalen Schub gebraucht, gegen eine gute Mannschaft zu gewinnen. Wenn ihr euch mal nochmal veranschaulicht, wir haben eigentlich von den Mannschaften, die über uns stehen, haben wir ja kein einziges Spiel gewonnen. Also von diesen großen fünf Mannschaften oder großen sechs Mannschaften, die da von Platz 1 bis 6 sind, haben wir ja gar nichts gewonnen. Das war das erste Spiel dieser Saison, dass wir gegen einen vermeintlich starken Gegner gewonnen haben, ne? Und das wird uns gut tun. Das wird uns richtig gut tun. Gattuso wird dadurch an Vertrauen nochmal gewinnen, beim Vorstand, bei unseren Spielern. Und das ist wichtig, Freunde. Das war ganz wichtig und das freut mich wirklich sehr, dass wir diesen Sieg einfahren konnten. Weil Gattuso auch auf jeden Fall an Zeit gewinnt, die er auch braucht. Ne? Es wäre ein riesen Rückschritt, jetzt einen Montella da nochmal hinzustellen. Das wäre das pure Chaos. Einen Montella jetzt zurückzuholen, wäre für uns wirklich ein Schritt zurück in die Steinzeit. Ne? Das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Da wäre das Chaos absolut perfekt bei Milan und wir sind ja jetzt schon die größte Lachnummer in Europa, aber dann. Weiß ich nicht, ich glaube, dann haben wir uns das für die nächsten 10 Jahre gesichert, wenn wir jetzt den Montella nochmal zurückholen. Ne? Also, das dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Spieler ein. Wer mich am meisten überrascht hat, muss ich sagen, war Antonio Donnarumma. Also, ich weiß nicht, ob ihr ihn so stark erwartet habt, ich nicht. Ich war schon sehr überrascht, weil ich mir gedacht habe, ja gut, den haben wir jetzt eigentlich nur geholt, damit der Chicho sein Schnauz hält und bei uns bleibt. Aber Donnarumma war gestern Bombe. Ne? Gibt nichts drum herum zu reden, Freunde. Donnarumma war gestern, also Antonio, war gestern bombastisch. Was hat der gehalten, ne? Also, ich fand auch, dass der eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat, die uns sehr, sehr gut getan hat. Ne? Und dann dieses eine Ding, was er von João Mario gehalten hat, aus 3 Metern, klar, wurde er quasi angeschossen, aber trotz alledem, ne? Er stand halt da. Ne? Er stand halt da, das hat ihn selber auch nochmal gepusht, das hat das ganze Team gepusht, dass er den gehalten hat. Dadurch hat er auch an Vertrauen beim Team gewonnen und ich fand den auch, ehrlich gesagt, bei den Ecken. Von Inter fand ich ihn sogar besser in seiner Strafraumbeherrschung wie sein jüngerer Bruder. Ne, er ist rausgekommen, er hat die Bälle dann mal weggefaustet. Und bei Chicho hat man diese Saison so das Gefühl, dass er da eher auf der Linie klebt und sich nicht so recht traut. Soll er rausgehen, soll er nicht rausgehen. Und Chicho war auch in den letzten Spielen, weil er halt auch extrem ausgepfiffen worden ist oder Anfeindungen einstecken musste. Ja, war der schon verunsichert, brauchen wir uns nichts vorzumachen. Haben wir auch gegen Atalanta gesehen, dass er das erste Gegentor verschuldet hat. Und ja, dann war da noch so ein Schuss dabei, der ihm durch die Beine gekullert ist, was zum Glück abseits war. Wäre das Ding kein Abseits gewesen, der Donnarumma wäre gestorben auf dem Platz. Er wäre gestorben. Deswegen, wer weiß, wofür es gut war, dass Antonio im Tor stand. Und zum Glück nicht Storari. Also ich Storari gelesen habe, ich dachte, oh mein Gott. Das kann ja was werden. Also dann muss man schon sagen, war es ganz gut so, dass Antonio aufgelaufen ist. Und also ich kann nur meinen Hut ziehen. Er hat ein Megaspiel gemacht und war ein ganz, ganz wichtiger Rückhalt für uns in diesem Spiel. Und ja, ich glaube nicht, dass wir mit Chicho zu Null gespielt hätten. Glaube ich nicht. Antonio hat wirklich ein super Spiel gemacht und das muss man ihm einfach lassen. Gute Leistung von ihm. Ja, dann. Muss man auch anerkennenderweise sagen, dass unsere Innenverteidigung gestern mal gut stand mit Bonucci und Romagnoli. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Haben beide eine ordentliche Partie gemacht. Auch Bonucci. Muss man ihm lassen. Er hat gestern eigentlich ja, nichts Gravierendes irgendwie angestellt. Und von daher war ich mit ihm auch zufrieden. Also Roma und Bonucci, das hat gestern gut gepasst. Und so kann es gerne weitergehen. Ne? Dann, ja, Rodriguez muss man auch zugeben, dass er stabil gegen den Ball war. Er hat Candreva nicht viel Räume gelassen. Candreva konnte sein Spiel nicht wirklich entfalten, weil Rodriguez ihn gut aus dem Spiel genommen hat. Ne? Und
dass Rodriguez im Aufbauspiel verdammt ballsicher ist und sehr kluge Entscheidungen trifft, das hat man auch gestern wieder gesehen. Bei ihm hat man immer das Gefühl, du kannst dich auf ihn verlassen. Er weiß ganz genau, in welcher Situation er was zu machen hat. Er weiß genau, wann er den Pass verzögert und wann er ihn sofort spielen muss. Er weiß, wann er einen kurzen Pass spielt, er weiß, wann er einen langen Ball auf die andere Seite zu Suso spielt. Der Typ ist einfach unheimlich spielintelligent. Und das gefällt mir auch so gut an dem. Das hat er auch gestern wieder untermauert, dass er einfach ein klasse Linksverteidiger ist. Ne? Also mit Rodriguez war ich soweit auch zufrieden. Ja, bei Abate, dass ich nicht der größte Fan von Abate bin, weiß mittlerweile, glaube ich, jeder. Ist für mich nicht die Optimallösung. Deswegen kam es meiner Meinung nach uns schon entgegen, dass er verletzt raus muss. Ich wünsche niemandem eine Verletzung, aber uns hat es tatsächlich gestern aufgewertet, dass er rausgegangen ist, weil ich finde, Calabria eigentlich der bessere Mann gestern war und auch nach vorne eine Menge Betrieb gemacht hat. Ne? Also ich finde auch einfach, man sollte den Jungen die Chance geben. Ne? Ich meine, die Saison, ja gut, es war jetzt kein Saisonspiel, es war ja Pokal, aber ich weiß nicht, ich würde einfach mehr auf die Jungen setzen, damit die sich weiterentwickeln können. Und Calabria hat mir gestern auf jeden Fall besser gefallen. Und ja, ich hoffe, dass er in Zukunft mehr auf Calabria oder Burini setzt. Burini ist natürlich nicht der Jüngste, aber ich finde, Burini spielt einfach einen klasse Rechtsverteidiger. Und Abate wäre bei mir gar keine Option. Ja. So, ja, dann Bilja, ne, haben wir eben schon angeschnitten. Wie gesagt, endlich mal aggressiv im Zweikampf. Mit einer guten Spieleröffnung. Er hat kaum Fehler gemacht und in meinen Augen hat er gestern einen guten Part gespielt auf der 6. Und mit ihm war ich auch sehr zufrieden. Genau das wollen wir sehen. Diese Aggressivität gegen den Ball. Auch ein Locatelli, gut gearbeitet gegen den Ball. Ne? War natürlich schade, dass er so früh gelb gesehen hat. Das hat ihn selber nochmal ein bisschen gehemmt. Ne? Er musste dann auch zurückstecken. Er konnte dann auch nicht so in die Zweikämpfe gehen, wie wir ihn eigentlich kennen. Ne? Nämlich sehr kompromisslos. Das konnte der natürlich nicht machen. Aber ich fand, trotz alledem, gegen den Ball war er gut. Er war auch, wenn er den Ball hatte und aus der Tiefe agiert hat, hat er kluge gute Pässe gespielt. Ne? Aber man muss auch leider sagen, dass wenn es vorne eng wurde, Locatelli nicht die Reaktionsschnelligkeit bzw. die Kreativität besessen hat, diese Lösungen, eine Lösung zu finden in diesen Situationen. Das hat Locatelli noch nicht hinbekommen, aber wir sollten auch nicht zu viel erwarten, denn er ist bisher auf der 8 noch nicht so viel zum Einsatz gekommen. Ne? Und ich muss sagen, als ich gesehen habe, dass Locatelli auf der 8 spielt, habe ich mich gefreut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde, man kann ihn dort auf jeden Fall auch aufstellen, weil Locatelli hat zwar so seine Blackouts, und das wäre auch teilweise fast zum Gegentor wieder, es wäre fast wieder ein Gegentor daraus resultiert. Aber ich finde, du kannst ihn halt eher auf der 8 aufstellen, weil da seine Patzer nicht direkt so krass bestraft werden wie auf der 6. Und irgendwie musst du den ja einbauen. Ne? Von mir aus gerne weiterhin auf der 8. Ich sehe da durchaus Chancen, dass Locatelli da Fuß fassen kann. Ne? Und von daher fand ich es gut. Ne? Man muss ihm ein bisschen Zeit gönnen, vielleicht auch diese engen Situationen in Zukunft besser lösen zu können. Ne? Das ist natürlich für einen Sechser, der meist nur aus der Tiefe agiert und dadurch mehr Räume hat, erstmal eine Umgewöhnung, ne? Eine riesige Umstellung, wenn es dann zu solchen Situationen kommt. Und Inter hat in dieser Serie A-Saison schon bewiesen, dass sie sehr gut im Verteidigen sind. Ne? Und hat Locatelli natürlich auch, ist er teilweise an seine Grenzen gestoßen. Das hat man dann auch gesehen. Ne? Und ja, ich denke mal, Gattuso hat das auch erkannt und hat dann letzten Endes auch ihn ausgewechselt, ne, da Kessier einen guten Part gespielt hat. Kessier hat einen mega Part gespielt. Der Typ ist, meine Fresse, ich weiß nicht, wo der diese Luft herholt, aber man hat dann wenigstens mal gegen Ende des Spiels gesehen, dass der Typ auch nur ein Mensch ist, als er dann Krämpfe hatte. Ne? Ich habe gesagt, der Typ ist doch nicht normal. Der läuft und läuft und läuft und läuft und wird nicht müde. Und dann in der Verlängerung hat er mal Krampf gekriegt. Ich habe zu meinem Kumpel gesagt, ah, er ist doch ein Mensch. Er ist ein Mensch. Unglaublich, dieser Junge. Also wirklich, was der ackert, das habe ich echt lange nicht mehr gesehen. Ich bin gerade überlegen, wer hat denn dieses Laufpensum bei uns gehabt in den letzten Jahren? Also
Klar, Kutschka war auch eine Maschine, aber Kutschka hat nicht dieses Laufpensum gehabt, ne? Auch ein Kutschka wurde irgendwann mal müde, aber ey, was der Kessié da abreißt, das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Ne? Und klar, er hat auch wieder so seine Spielsituation, wo er wieder schlechte Entscheidungen getroffen hat. Aber ja, er hat, ich finde, er macht langsam so einen kleinen Schritt nach vorne. Seine Pässe werden langsam effektiver. Ne? Peu à peu, aber ich habe das Gefühl, da tut sich langsam was bei dem. Ne? Also wacht mir mal noch ab, gib dem Jungen noch ein bisschen Zeit für sich zu entwickeln. Der Kessié, der hat auf jeden Fall mega Anlagen und ich glaube weiterhin an ihn. Ja, dann, Freunde, kommen wir zu Suso. Ne? Muss schon zugeben, Suso hatte nicht seinen besten Tag gestern. War natürlich auch ein kluger Schachzug von Spalletti, Nagatomo gegen ihn zu stellen. Natürlich auch einen niedrigen Körperschwerpunkt hat, der bei schnellen Richtungswechseln von Suso natürlich auch schnell die Richtung wechseln kann, weil er genauso klein ist und diesen Antritt hat. War klug von Spalletti, ne? Er hat Suso damit auf jeden Fall schwer getan. Und Suso ist wieder oftmals in die Mitte gezogen, hat sich dann festgerannt, weil Inter darauf eingestellt war. Ne? Er hätte ein oder zweimal hätte er einfach mal diesen Run zur Grundlinie machen sollen, um die Gegenspieler ein bisschen zu verwirren, um ein bisschen das Überraschungsmoment auch reinzubringen in die Partie, aber hat er nicht gemacht. Nichtsdestotrotz muss man ihm halt lassen, er hat das entscheidende Siegtor hat er mal wieder genial vorbereitet. Dieser Pass war pure Genialität und das macht einen Topspieler ja auf, selbst wenn er das ganze Spiel, ne, nicht so berauschend spielt oder auf seinem Level spielt, er dann diese eine Situation hat, die zum Tor führt, das macht einen Topspieler aus. Und das hat Suso gestern Abend mal wieder bewiesen und ja, er ist einfach ein Game Changer, muss man einfach ihm lassen. Ja, dann Bonaventura, Freunde. Bonaventura, fand ich, hat halt auf Linksaußen wenig Mittel gefunden, um Cancelo zu überwinden. Cancelo hat ihm teilweise schon aus dem Spiel genommen. Wir kennen Bonaventura da wesentlich stärker, aber ja, ich denke mal, was Bonaventura auch wehgetan hat, war einfach die überlegene Schnelligkeit, die Cancelo ihm gegenüber besitzt. Cancelo ist selber auch ein sehr guter Dribbler und ich denke, dass er deswegen Jack auch oftmals durchschaut hat im Dribbling, ne? Es ist ja so, wenn du ein guter Dribbler bist, dann kommt jemand anderes Dribbelstarkes auf dich zu, dann kennst du schon die Bewegungsabläufe, so, du weißt, was er dann für Finten eventuell macht. Ist jetzt nicht die Regel, aber ich denke, dass das bei Cancelo schon ein Vorteil von ihm ist, ne? Und Bonaventura hat sich da sehr schwer getan gegen ihn und konnte wenig Akzente setzen auf Linksaußen. Und deswegen kam die Umstellung von Gattuso auf jeden Fall rechtzeitig, dass er ihn zurück auf die 8 geschoben hat, was seine Idealposition ist, und er dann Calhanoglu auf Linksaußen gestellt hat. Ne? Auf der 8 war Bonaventura viel besser. Er hat uns geholfen, das Spiel zu beruhigen. Er hat viele Fouls rausgeholt, wodurch alle mal verschnaufen konnten. Er hat uns den Ballbesitz gesichert oftmals. Und ja, das ist einfach die Rolle, die er dann im Mittelfeld bei uns einnimmt und was so wichtig für uns ist. So, dann, ja, kommen wir zu Kalinic, Freunde. Also Kalinic, er hat alles gegeben. Er hat seine Knochen hingehalten. Ihm wurde wehgetan, ihm wurde oft wehgetan. Ne? Er zerreißt sich für dieses Trikot. Das muss man Kalinic lassen. Aber er hat gegen, wie heißt der Typ? Er hat gegen Milan Skriniar einfach kein Land gesehen. Das muss man klar und deutlich sagen. Skriniar hat Kalinic komplett eliminiert. Und am Ende auch noch mit einer Verletzung. Kalinic hat einfach keine Mittel gefunden, sich gegen Skriniar, sei es körperlich durchzusetzen, noch spielerisch durchzusetzen. Ne? Also Skriniar ist auch eine Waffe, ne? Muss man sagen. Ich hab den ja auch schon gescoutet für die Fußballtalente FDE-Seite und Skriniar ist auch eine Maschine. Er ist mir persönlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mir persönlich ist Skriniar gestern am meisten auf den Sack gegangen. Der Typ war so stabil da hinten, das ist unfassbar, ne? Der hat ja nichts anbrennen lassen. Er hat sämtliche Kopfballduelle gewonnen, Zweikämpfe gewonnen. Eine richtige Maschine, schnell ist der Typ ja auch noch.
Und Kalinic hat einfach nichts gemacht gegen den. Ne? Deswegen war es auch richtig. Das heißt, es war richtig von Gattuso. Ich meine, er musste ihn rausholen, weil er nun mal verletzt war. Ne? Also es war ein böses Foul von Skriniar ja noch dabei. Und ja, da hat mir der Kalinic auch leid getan. Also das war wirklich nicht sein Tag gewesen. Und Skriniar hat einfach auch gestern seine Klasse bewiesen, wie stark der eigentlich ist, dass Kalinic wirklich gar nichts hinbekommen hat. Also das war schon krass. Und ja, als Cutrone reinkam, ne, muss man Cutrone lassen. Cutrone hat sich am Anfang genauso schwer getan wie Kalinic, aber dann hat Cutrone auch einem Skriniar mal wehgetan. Das war der Unterschied zu Kalinic. Cutrone hat angefangen, dem Skriniar weh zu tun. Er hat ihm mal einen schönen Ellbogen gegeben, ne? Und das fand ich geil von Cutrone. Du musst dir Respekt verschaffen in so Spielen, ne, in so Derbys. Da musst du auch mal mit. Du musst deinem Gegenspiel auch mal wehtun. Sei es, dass du ihm auf den Fuß trittst. Sei ihm, dass du ihm einen Ellbogen gibst, damit der Typ merkt, ey, der hat einen Mann vor sich. Ja, der hat kein Weichei vor sich, der kassiert auch mal. Das schafft Respekt. Cutrone hat sich den Respekt verschafft. Ja? So, Cutrone hat natürlich spielerisch auch nicht viel hinbekommen gegen Skriniar, ja, muss man ganz ehrlich sagen, aber ja, er hat das Tor gemacht. Und bei diesem Tor war wieder äußerst auffällig, was für geile Laufwege dieser Cutrone hat. Der Typ hat einfach die miesesten Laufwege, er ist eiskalt im Abschluss, der hat eine ungeheure Spielintelligenz und das macht ihn so stark. Das hat man gestern wieder gesehen. Vor allem spielt der Junge mit Herz. Er spielt mit Herz und deswegen geht auch mein Herz auf, wenn ich ihn spielen sehe. Ne? Wenn jemand ein Tor für uns macht nach dem Spiel, heult, so gewinnst du mein Herz. Und ich denke mir, das ist bei euch genauso. Genau sowas wollen wir sehen. Jungs, die sich mit dem Trikot identifizieren und Cutrone ist so einer. Ne? Und deswegen will ich den in der ersten Elf mittlerweile sehen. Ich sehe ihn auch vor Silva, weil ich bei Silva nicht das Gefühl habe, dass er sich so sehr zerreißt wie ein Cutrone. Ja, und Cutrone ist nun mal der Stürmer bei uns, der am wenigsten Zeit für seine Tore braucht. Und ich finde, genau das fehlt uns momentan auch, diese Effektivität vorne. Weil Kalinic zu wenig aus seinen Chancen macht. Ja, das fehlt uns da vorne, ein Cutrogol, der die Dinger macht. Und er macht sie auch. Und ich hoffe, dass er dann im nächsten Spiel auch mal von Anfang an vorne im Zentrum aufläuft. Ne? Also ich war wirklich sehr zufrieden. Ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Und ich hoffe, dass Gattuso ihn von Anfang an spielen lässt. Ne? So, ja. Wen haben wir vergessen? Eine ganz wichtige Personalie. Und zwar, ja, Calhanoglu, Freunde. Calhanoglu, ja, war für die Medien schon teilweise verkauft. Ne? Und ja, jetzt hat ihn Gattuso mal in neuer Rolle aufgestellt, ne, als klassischer Linksaußen. Und ich hatte zuerst Bedenken, als er reinkam, weil da habe ich auch zu meinem Kumpel gesagt, ja, wenn er den jetzt auf die 8 stellt, dann wird das wieder nichts. Ich hoffe, er stellt ihn auf den Flügel. Und tatsächlich hat er den dann auch auf den Flügel gestellt. Ne, weil wie gesagt, wer meine Folgen schon länger guckt, ich habe es schon öfters gesagt, er hat bei Leverkusen seine stärkste Phase auf dem linken Flügel gehabt, Freunde. Ja? Also, das ist die Idealposition von Calhanoglu, nicht das Zentrum. Er hat bei Leverkusen da am stärksten gespielt und er hat gestern auch angedeutet, warum er so gut ist auf dem linken Flügel. Ne? Calhanoglu hat halt einfach drauf, gefährliche Flanken zu schlagen. Ne? Er ist halt nicht der klassische Dribbler. Nein, er macht das mehr über seine Spielintelligenz, ne? Über seine Passstärke und Übersicht. Und ich finde einfach, als er reinkam, hat er unser Spiel übelst belebt. Er hat gezeigt, wie gut unser Team funktionieren würde, wenn wir einen ordentlichen Linksaußen hätten, ne? Weil wir viel variabler waren. Ne? Du hast halt gemerkt, dass sich Inter wieder auf Suso konzentriert hat, ne? Und als er dann vorne war, und dann hat er auch gewisse Räume auf links, die er dann genutzt hat. Ne, für gefährliche Hereingaben oder überhaupt was. Er hat einfach richtig Unruhe gestiftet. Er hat kluge Pässe gespielt. Und genau das haben wir gebraucht. Das war der richtige Schachzug. Und ich hoffe, dass beim nächsten Spiel Bonaventura auf der 8 spielt und Calhanoglu auf dem linken Flügel anfängt. Ne, das sollte er jetzt ausprobieren, damit Calhanoglu kein Fehleinkauf wird. Ne, er war bei Leverkusen da am stärksten. Und das meine ich halt mit Gattuso, ne, dass er das checkt. Er registriert das und er setzt das dann auch um. Und das war so wichtig, dass er Calhanoglu dahingestellt hat. Das war gut. Ich habe ja selber schon nicht mehr an den Kerl geglaubt, dass das noch was wird. Aber gestern hat er gezeigt, er kann, wenn er richtig aufgestellt wird. Also hoffen wir,
dass Calhanoglu gegen Florenz auch über den linken Flügel kommt, dann bin ich guter Dinge, Freunde. Ne? Also, wir haben gelernt, Calhanoglu muss auf links außen, Bona muss auf die 8, Gattuso braucht definitiv noch Zeit, ja. Er hat auf jeden Fall aufsteigende Form, man muss ihm diese Zeit geben, man darf ein Montella auf gar keinen Fall zurückholen und das muss der Weg von uns sein in den nächsten Monaten. Ne? Nichts anderes und ja, dann sollte das was werden, Freunde. Dann sollten wir wenigstens mal noch die Euroleague erreichen, wenn wir daran jetzt nicht irgendeine Scheiße bauen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. So, Freunde, das soll es gewesen sein. Haut mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Findet ihr auch, dass Calhanoglu auf links gerockt hat auf dem Flügel oder seid ihr nicht meiner Meinung und sagt, nee, Jack muss da weiterhin spielen, Locatelli sollte auf der 8 bleiben, weil es gibt auch viele Locatelli-Fans in unserem Lager, ich feiere den Jungen ja auch, ne? Aber wenn ich jetzt wirklich rein nach Leistung gehe, glaube ich, wäre es schon klüger, in Bonaventura auf die 8 zu stellen und Calhanoglu auf links. Deswegen bin ich auf eure Meinung gespannt, haut mir das mal in die Kommentare, Freunde, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Milan Talk und ja, haltet die Ohren steif, bleibt gesund, nehmt diesen Sieg schön mit in die Woche und ja, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Milanista. Ciao.